Hallo allerseits, da ist er, der Rücksetzer, der Ordentliche. Wird das denn auch werden? Tatsächlich, wenn wir mal hier auf den DAX gucken, auf den Index, dann sehen wir, dass wir ja das, was sich hier als Chance für mindestens mal nach oben hier nochmal so ein bisschen ausgebaut hat, ja offensichtlich nicht mehr so ernst nehmen müssen, denn die Bewegung nach unten ist stark und geht mit dem amerikanischen Markt einher. Es gab ja die Chance, wir hatten am Wochenende darüber gesprochen, dass es sogar nochmal höher geht. Bedingt dann allerdings auch, dass wir hier die Zwischenhochs dann triggern. Das hat der Kurs nicht mal annäherungsweise versucht. Also insofern ist das eine Untermauerung der Abwärtsseite. Gucken wir uns mal dagegen nicht nur den deutschen Markt jetzt an, denn wir sind ja immer noch ein gutes Stück entfernt, auch von den Zwischentiefs hier. 11.500 wäre mal so ein grober Richtwert hier, das aus dem Juni-Tief und diesem Zwischenniveau hier. Gucken wir uns mal den Dow Jones an im Verhältnis. Dann können wir mal schauen, wie das dort aussieht. Und da sehen wir auf den ersten Blick schon mal, dass dieses Unterstützungsniveau, was wir hier im Umfeld, jetzt muss ich selber gucken, ungefähr 27.500 und ein paar zerquetschte, ja, ein bisschen, also ihr seht es ja selber hier, was wir hier in der letzten Zeit hatten, auch bedingt durch die Zwischenhochs und Zwischentiefs hier nochmal, dass diese Unterstützung nun endgültig jetzt mit dem heutigen Tag nach unten verlassen wurde und dementsprechend, ja, die nächste Unterstützung, wo steht? Eigentlich erst bei ungefähr 25.000 wieder, beziehungsweise den Zwischentief vom Mitte Juni, Juno in dem Fall, also Juni hier das Ganze ebenfalls auf der Höhe. Wir sehen, das clustert da sogar ein bisschen. Ist das denn jetzt verlässlich? Dann muss der Kurs da runtergehen. Ja, so schnell schießen die Preußen noch nicht. Da muss man nochmal aufpassen. Es wird noch abzuwarten sein, ob der Kurs da jetzt in einem Schwung runtergeht, aber es wäre das typische Niveau, wo der Kurs hingeht. Jetzt können wir mal schnell schauen, was für Varianten gibt es denn dafür. Variante 1, das dynamische Modell. Der Markt setzt sich einfach weiter nach unten fort. Das heißt, er kriegt hier auch nicht die Kurve. Er fällt, entfällt, entfällt, macht dann später nochmal irgendeine Korrektur und läuft dann möglicherweise dann im Nachgang hier nochmal runter. Und wer jetzt genau hinguckt, der sieht eine Bewegung, die durchaus an eine klassische fünfwellige Bewegung eben erinnert. Ungefähr so habe ich es gerade eingezeichnet. Das würde allerdings bedeuten, fünfwellig runter ist ja meistens nicht alleine. Das heißt, nach einer Korrektur, die ist jetzt mal nur angenommen, geht es danach ja nochmal runter. Das ist gar nicht so untypisch. Jetzt muss ich ein bisschen tricksen hier mit der Zeichnung, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Auch Rücksetzer in dem Bereich 50% bis 61% sind nicht untypisch. Also, ah, er sei ein bisschen hier verschoben. Also solche Rücksetzer vorne schnell, dann in der ABC hoch, dann hinten nochmal schnell. Das ist nichts Untypisches und auch dieses Niveau 50%, das ist ungefähr 24.000 oder noch besser gesagt 23.600 in etwa. Oder die 61,8er Marke, die ist sogar nahe der 22.400. Das sind keine untypischen Zielmarken. Ja, müssen wir jetzt wirklich damit rechnen? Ausschließen sollten wir es nicht. Es ist nicht gesagt, dass der Kurs nicht so tief geht. Das sind ganz normale, klassische Rücksetzerniveaus. Die müssen ja nicht immer nur so klein sein, wie wir sie hier haben. Also es ist durchaus auch nicht untypisch, dass solche Rücksetzer eben eine Nummer größer sind, also entsprechend dann etwas mehr Raum einnehmen. Wenn wir dieses als ein Szenario haben, okay. Wie erkennen wir das? Ja, indem es jetzt erstmal mal vorläufig weiterfällt. Also klassischerweise das, was wir hier vorne haben, nicht als Maßgabe nimmt, die 100%, die haben wir ja fast erreicht. Hier wären die 100%, das ist ungefähr für die, die es nicht nachlesen können, jetzt 26.630 in etwa auf dem Index gerechnet in dem Fall. Dann hätten wir eine 1 zu 1 Situation. Wenn der Kurs also nicht hier in diesem Umfeld weiter Halt macht, dann wäre das sogar typisch und denkbar. Das käme der Sache auch durchaus entgegen, was die Geschwindigkeit angeht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lang mit euch quatsche hier, sonst nehme ich euch den ganzen Nachmittag kaputt. Aber das ist hier der deutliche Schub nach oben und typischerweise sollte das ein bisschen mehr Zeit noch brauchen. Und ja, so wie wir das eben eingezeichnet haben, wäre das ja ohne weiteres denkbar. Und wer jetzt schon Panik kriegt und sagt, oh Gott, der spricht aber ja richtig negativ. Nein, auch das ist erstmal nur eine Korrektur im Bullenmarkt. Anschließend halte ich es für durchaus realistisch. Wie gesagt, nicht jetzt so genau auf die Zeiten gucken, das ist jetzt sehr geraten. Man könnte es vielleicht ein bisschen breiter noch zeichnen hier. Aber dass der Kurs sich anschließend nach oben durchsetzt, ist gar nicht abwegig. Aber vorläufig dann unter diesem Szenario eben erstmal nicht. Ja, ist das dann die einzige Variante, die wir haben? Na, ihr ahnt es schon wahrscheinlich nicht, denn wenn der Kurs jetzt hier so in dem klassischen Bereich so um die 80 bis 100%, wenn der jetzt hier seinen Boden findet,
vielleicht heute Nachmittag noch oder in den nächsten vielen Stunden, dann hätten wir ja hier vorne immerhin so eine A, B, C. Ich zeichne das jetzt mal hier oben so halbwegs mit. Dann ist das hier eine A, B, C in etwa. Und wenn wir jetzt was Korrektives in der Mitte kriegen, ah, jetzt machen wir es nochmal schöner. Na, das ist nicht wirklich schöner. Ich sage euch gleich, warum ich das nochmal mache hier. A, B, C. So, und wenn jetzt hier von da aus irgendwie eine Korrektur nochmal passiert, nur mal angenommen, die könnte so ungefähr aussehen, dann kann später nochmal so eine ABC kommen im Sinne eines Double Six Sechs, die uns dann immerhin in die Nähe der 25.000er, also der ersten echten Unterstützung hier dann führt. Also das wäre ebenfalls noch möglich. Ihr seht, es gibt wieder mal zwei Varianten. Das ist immer sehr total unsympathisch. Mensch, jetzt leg dich doch mal fest. Ich kann es nur oft genug wiederholen. Legt euch nie fest auf irgendwas. Ihr tradet das, was der Markt macht, nicht was ihr denkt oder was ihr wollt, sondern was der Markt will. Das machen wir als Händler. So, wie entscheide ich jetzt zwischen der einen und der anderen Variante? Das hatte ich ja eben schon mal halbwegs angedeutet. Das wird mehr oder weniger hier jetzt entschieden. Da könnte man schon fast ein Smiley draus machen. Wenn der Kurs jetzt hier tatsächlich diese Bodenfindung macht, müsste das ja ungefähr so aussehen. Irgendwie was Steiles mal nach oben und dann dagegen wackelig nach unten. Das wären zumindest mal Indizien dafür, dass man dann mindestens mal im kleinen Bild nochmal auf die Long-Seite gehen kann. Es ist ja immer das Gleiche. Ich weiß, es ist langweilig, aber wenn die eine Seite stark ist und die andere halt relativ schwach, das jetzt hier im Stundenchart, das kann es natürlich auch im kleineren Zeitebenen geben, im 15-Minuten-Chart. Guckt euch diese Bewegung an, diese hier, und die Tendenz geht erstmal weiter nach oben. Ja, da ist er nochmal weit runtergekommen, klar, aber ihr erkennt die Tendenz, das Ding ist noch nicht fertig. Hier eben die Starke, die, ja, das kann man noch schwächer, noch lieber mögen, aber ihr seht ungefähr, worauf das Ganze hinausläuft. Also, für uns gilt auch jetzt wieder natürlich, kriegen wir das. Na, machen wir es richtig, hier entweder eine A, B, C oder ein bisschen fortgesetzter so. Dann sieht das wohl nach einer Fortsetzung aus und können eher nochmal sagen, okay, die steilen Bewegungen waren doch nach unten hier so in der letzten Zeit. Die steilen nach unten, dann wird doch auch eine Chance sein, dass das jetzt hier steil nach unten noch weitergeht. Eben erst, wenn wir früher oder später hier sowas bekommen, angeschlossen dann etwas in dieser Form und ihr erahnt es, auch da der Trigger ist wichtig, dann hat man die Chance, dass der Kurs dreht. Ob das jetzt sofort passiert, also quasi ab jetzt in diesem Moment oder erst in 2, 3 Stunden und wenn wir nochmal 100 oder 500 Punkte tiefer sind, ist dabei fast egal. Jetzt weiß ich, dass einige sagen, ja, aber ich würde doch jetzt schon gerne, ja, aber man kann daraus keine Aussage in dem Sinne fällen. Jetzt hier einfach zu shorten, kann klappen. Ja, dann kann man nachher sagen, ja, gut, habe ich es gemacht. Aus meiner Sicht ehrlich gesagt nicht, denn wenn man jetzt hier einfach shortet, ist einfach die Gefahr relativ groß, dass diese Bewegung ja möglicherweise genau nicht so lange noch weiter sich fortsetzt, sondern eben in den Dreh reinkommt. So, damit haben wir so ein bisschen eine Einschätzung, was der Markt aktuell macht. Ihr ahnt es selber, ich will euch den Spaß nicht nehmen. Überlegt dieses Szenario mal selber am Chart, vielleicht eine kleine Hausaufgabe an alle da draußen, auf den Indizes in Amerika, auf den Dow Jones Future beispielsweise oder den Kontrakt, den ihr handelt. Das ist aber sehr ähnlich wie das hier. Aber zum Beispiel auch auf dem S&P 500 oder den Nasdaq und guckt mal, zu welchem Ergebnis ihr da kommt. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.